Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FLAF Legacy. Und heute haben wir Großes vor. Wir machen was, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar createn wir Gems, was auf jeden Fall interessant wird. Wobei es wahrscheinlich so ähnlich ist wie das Moomin herstellen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Gucken mal, was wir beim Equipment machen können, craftmäßig. Und genau, stellen Moomin her. Das habe ich gerade schon erwähnt, deswegen dachte ich, ich habe es schon gesagt. Aber ja, Moomin-Event läuft noch. Und das machen wir. Genau, würde ich sagen, fangen wir mit dem Equipment an. Ich habe momentan starke Platzprobleme, weil ich das gesegnete Zeug rausgeholt habe. Also ich brauche unbedingt noch ein bisschen gesegnetes Zeug, damit das wegkommt. Na, Armbrüste sieht auch sehr schlecht aus von allen Zweien. 2-1er, 2-2er, 2-3er, 2-4er. Also genauso, dass du nicht upgraden kannst. Helme. Oh, Helme. Yes, okay, Helme retten uns komplett, nice. Helme können wir die ganze Palette rausschieben. Genau, dann haben wir Ketten. Da haben wir nix. Nope. Ohrringe haben wir auch nix. Ringe haben wir. Ja, Ringe haben wir. Alright. Dann craften wir ein bisschen. Was sehr teuer sein wird wahrscheinlich. Übrigens, sorry, dass so lange kein Video kam. Ich habe quasi Anfang des letzten Events und jetzt Ende des jetzigen Events ein Video gemacht, wodurch es sich so an lange anfühlt, weil es jetzt quasi fast 2 Wochen sind, aber dabei habe ich bei beiden Events, also die erste Woche und die zweite Woche, quasi ein Video gemacht. Aber ja, fühlt sich dadurch deutlich länger an. Aber keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen. Ich spiele natürlich weiter. Oh, da haben wir noch 3 Einserbögen, die habe ich gar nicht gesehen. Nice. Dann machen wir die auch noch. Und es kommen noch Videos zu den Klassen, by the way. Ich habe es gelesen, mache ich, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Kommt noch. Genau, dann holen wir uns mal unsere Gems raus. Da können wir wahrscheinlich nicht viel herstellen, aber zumindest ein bisschen was. Die kann ich ja noch nicht lange farmen und ich habe sehr viel mehr. Ich habe 25 Rubies. Warum? Da würde ich fast sagen, fangen wir damit mal an. Das heißt, wir müssen bei Ultimativ rein und fertige einen Edelstein. Genau, das kostet 10 Splitter, das heißt, viel können wir eh nicht machen und hoffentlich wird es auch funktionieren. Wartet mal, ich muss noch meinen Penya einlagern, bevor ich das hier vergesse. Zack. Zack, 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 zack. Genau, sonst vergesse ich das noch und dann geht da was drauf. Dann fertige einen Edelstein. Topas, 40% Chance. Hat geklappt. Oh, Rubin hat zweimal gefailt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, no way. Oh mein Gott. Das soll eine 40% Chance gewesen sein. Ich habe es nicht mitgezählt, aber es waren, glaube ich, 8 Versuche und es hat dreimal geklappt. Was ziemlich genau eine 40% Chance. Oh man. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber naja. Das heißt, Moment mal. Wo sind meine Edelsteine? Ich hab. Oh, na, meint ihr. Der sah aus wie ein Orichalkum. Oh mein Gott. Erstmal Panik schieben. Keine Panik auf der Titanic. Ja, wisst ihr, was das Hauptproblem ist? Es fällt mir jetzt erst auf. Erstens habe ich keine Ahnung, was ich damit machen kann, weil ich noch kein einziges ultimatives Item habe. Zweitens, das nimmt ja noch mehr Platz weg. Das nimmt ja noch mehr Platz weg. Du hast jetzt die 4 Dinger oder hast du nochmal die 4 Gems? Das nimmt ja noch mehr Platz weg. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Warum geben die uns nur so wenig Platz in dem Spiel? In jedem Spiel, das die entwickeln, geben sie uns so wenig Platz. Ich verstehe es einfach nicht. Können die nicht mal ein Spiel entwickeln, wo Inventarplatz kein Privileg ist, dass man sich mit 50.000 Euro im Monat kaufen muss? Dankeschön. Wäre echt cool. Ja gut. Dann würde ich sagen, stellen wir Moomin her. Wobei das Moomin herstellen ist mit Abstand das Ätzendste. Da würde ich fast sagen. Oh.
Ach ja, es ist auch nach 0 Uhr. Das heißt, wir könnten theoretisch Gacha holen. Ich denke nicht, dass es jetzt an ein bisschen Gacha scheitern wird. Aber wir holen uns ja sowieso nur unsere Begleiter aus See. Holen wir uns die schnell raus, upgraden unseren Begleiter. Hoffentlich einmal, aber einmal muss ich. Wobei, ich habe schon 20.000. Wie viel kostet das eigentlich? Kostet das schon 16.000? Ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet. Gerade. Es kostet 14. Oh, das könnte ein Doppel-Upgrade werden. Und das nächste Upgrade ist auch ziemlich groß. Es gibt 1300 physische Artikel. Ja, das nächste Upgrade dürfte ziemlich viel Kampfkraft geben. Ja, 28.000 könnten. Ja. Das könnte sich vielleicht ausgehen. Oh yeah. Ja, das müsste sich eigentlich ausgehen. Ich sag 25.000 und 12.000. 27.000. 68.000. Oh boy. Müsste zwar auf die Kampfkraft vorher nicht geachtet, aber es waren ja knapp 100.000. Was echt vieles. Das ist nice. I like that. Alright. Dann haben wir das. Genau, und dann. Ah ja, genau, denn die. Das habe ich letztes Mal nämlich auch vergessen. Beim Besen. Wie wir wissen, können wir unseren Besen einmal segnen mit den winddurchdrungenen Steinen. Das habe ich letztes Mal vergessen. Kostet 30 Millionen seengebundenes Penya. Und 75 von diesen Steinen. Jetzt kostet es 100. Und jetzt kostet es 125. Das ist echt teuer. Ich bin erst bei 4%. Und dann können wir unseren Hexenbesen, unseren Besen auch verhexen. Hex, Hex. Mit Pergament. Da haben wir 211. Kostet auch 75 und 30 Millionen. Und jetzt kostet es 140 Millionen und gibt weniger Kampfkraft, weil es. Ja, Moment, das bufft die physische HTK. Was bufft das hier? Ah, es bufft Max LP und Abwehr. Ah, es wertet mehr Werte auf, deswegen gibt es mehr Kampfkraft. I see, I see, I see. Ja, da machen wir nichts, würde ich sagen. Die Kristalle heben wir uns mal noch ein bisschen auf. Gut, dann haben wir das gemacht. Dann, bevor ich es vergesse, machen wir jetzt noch das Chest Opening. Ich ziehe das mit den Mumien bis ans Ende hinaus, ich weiß. Aber ich mache das aus einem bestimmten Grund. Schlicht und einfach aus dem Grund, dass es mit Abstand das Ätzendste ist. Und ich kann dieses Mal knapp 1000 Mumien herstellen. Beziehungsweise es versuchen. Knapp 1000 Mal. Oh man, mein rechter Arm hasst mich jetzt schon. So. Bisschen Ruhm, bisschen Ehre. Haben wir Schriftrollen des Schutzes bekommen? Haben wir nicht. Also ein schlechtes Opening. Genau. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben 961 zerbrochene Murmelfragmente. Zerbrochene Murmeln und. Ja gut, Murmelfragmente spielen keine Rolle, weil wir davon eh mehr haben. Das heißt, ich muss jetzt 961 Mal auf diesen Button klicken. Was, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, und ich meine, ihr hört es ja sowieso, nicht besonders angenehm ist. Und das ist ja, was mich bei den Murmeln eigentlich am meisten stört. Also zumindest jetzt, seit ich T8 tragen kann. Und Ultimate ja sowieso. Wisst ihr, was mich da besonders stört, ist einfach die Tatsache, dass die Murmeln im Endeffekt useless sind. Weil sicherlich du wertest deine Werte auf. Du wertest deine Attribute natürlich grundlegend auf. Das heißt, das ist einfach höhere Grundattribute, was dann für sich gut ist. Aber das Problem ist, es bringt einfach so wenig. Weil sicherlich, klar, 500 Gewandtheit ist besser als nicht 500 Gewandtheit. Aber es bringt dir ja trotzdem nicht viel, weil es halt einfach effektiv fast nichts ist. Es bringt halt, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, es kann sein, dass er später mit dem prozentualen ATK und Leben und so weiter und so fort, die Pets zum Beispiel bringen, oder jetzt, wie wir es gerade gesehen haben, beim Besen, der Hexenzauber. Ups. Okay, da möchte das Kabel nicht mehr mitmachen. RIP. So. Ich habe es ein bisschen komisch gehalten. Okay, ihr seid noch da. Hallo, hallo, hallo. Ich werde jetzt mal schnell die Aufnahme beenden, nicht, dass es abschmiert und alles weg ist. Genau. Ja, keine Ahnung. Bin wohl ans Kabel gekommen, beziehungsweise hat wohl nicht richtig drin gesteckt. Eins von beiden. Ist halt nur ein kleines HDMI-Kabel mit Adapter, da kann sowas schon mal passieren. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, war,
Kann schon sein, dass es später ein bisschen besser skaliert. Oder halt, vielleicht skaliert es gut. Aber halt erst, wenn man wirklich einen sehr hohen Basiswert erreicht hat, sowohl mit dem Grundattributen, mit den Grundattributen plus halt die Murmeln. Also ich könnte mir vorstellen, auf maximaler Wiedergeburt. Please don't spoiler me. Kann man bestimmt 15.000 oder 30.000 Murmelattribute bekommen. Ich kann aktuell auf meiner Stufe 600, glaube ich, 3.000 benutzen. Das wäre das Zehnfache dann auf Max-Stufe. Und sicherlich, wenn man das voll hat und das skaliert dann mit, keine Ahnung, sag ich mal, 35% physischer ATK und 35% AP oder so. Ja gut, das macht dann natürlich schon einen heftigen Unterschied. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es quasi gefühlt nichts. Und Intelligenz und Stärke bringen mir natürlich an für sich sowieso sehr wenig. Vor allem Intelligenz ist halt komplett useless. Muss man einfach ganz klar sagen. So, gerade eben waren es noch 580, das heißt, wir waren nicht ganz bei der Hälfte. Wie viel sind es jetzt noch? 109, wir haben es ja fast geschafft. Ist ja nice. Jetzt müssten eigentlich auch gleich unsere gebundenen Materialien aufgebraucht sein. Dann müssten sie uns fragen, ob wir das überhaupt noch machen wollen. Genau, da kommt die Nachricht. Wollen wir natürlich trotzdem weitermachen. Und da sind wir fertig. Naja gut, war ja halb so wild tatsächlich. Gut, dann gucken wir mal. 815.000 Kampfkraft. 5 Millionen, aber das wird safe nicht auf 6 Millionen steigen. Wir haben rund 200. Warum habe ich von Gewandtheit und warum habe ich von den beiden Werten, die eigentlich am wichtigsten für mich sind, die wenigsten? Und warum habe ich Intelligenz so viel? Intelligenz sage ich wie immer am meisten. Ärgerlich. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, wird sie jetzt nicht krass verändern. 596. 596. 396. 549, 554, ja, und Intelligenz kannst du sowieso in die Haare schmieren. Wow. Wie ich gesagt habe, es macht einfach keinen Unterschied. Wir haben 4000 Kampfkraft bekommen. 4000 Kampfkraft. Aus fast 1000 Murmelfragmenten. Das ist echt belastend. Aber Murmeln. Ah ne, 3500 ist mein Maximum. Entschuldigung, ich habe gerade 3000 gesagt. 3500 ist mein Maximum auf Level 600. Wiedergeburt 5. Aber es ist trotzdem heftig. Also ich sage mal, auf Maximallevel müsste es dann irgendwann doch stärker werden. Aber irgendwie habe ich fast das Gefühl, dass die nicht skalieren. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, sie skalieren nicht wirklich mit den prozentualen Dingern. Was aber irgendwie unlogisch ist, weil ich meine, das sind ja meine Grundwerte. Wenn die nicht skalieren, was skaliert denn dann überhaupt? Aber naja, ich meine, andererseits 2400 Stärke. Naja, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja verraten. Könnt ihr mir ja verraten. Gut, dann war es das gleich mit dem Video. Gehen wir nochmal schnell das Inventar durch, dass ich nichts übersehe. Nichts Wichtiges. Aber nö, jetzt haben wir eigentlich endlich mal alles eingelöst. Waren eben, wie gesagt, ein paar Sachen dabei, die ich beim letzten Mal vergessen hatte. Und ja, vergesst nicht das Event aktuell. Wer es nicht weiß, wo man das findet, das mit den Kirschblüten. Wer sich wundert, hey, ich kriege bei jedem Dungeon Kirschblüten. Aktuell läuft das Frühlingsevent noch bis zum 17.03., also noch eine Woche. Und hier findet ihr das, wenn ihr auf Fundgrube klickt. Normalerweise ist hier Cashen, schöne Geld ausgeben, gebt schön viel Geld aus. Aber hier, wenn Events sind, sind auch immer die Events in der Fundgrube. Und hier läuft noch ein Event, wo man tatsächlich cashen muss. Für das Assassinenkostüm. Genau. Das kriegt man nur, wenn man casht. Und, ja. Dann würde ich sagen, war's das. Ich bin dafür zu sehen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, Kommentar und ein Abo dalasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut rein. Und ciao, ciao.